Zieleingabe. Zieleingabe. Adresse eingeben. Adresseingabe. Stadt. Wie heißt die Stadt, in die Sie fahren möchten? Koblenz. Guten Morgen, liebe YouTube-Online-Radler. Wir haben es jetzt 8 Uhr und ihr habt das Navi gehört. Ich fahre nach Koblenz und treffe mich dort heute mit anderen YouTubern, die auch Fahrrad fahren und wandern. Jetzt heißt es aber erstmal 2 Stunden Auto fahren und dann pünktlich in Koblenz an der Conlog Arena eintreffen. Bis gleich. Leider war oben der Parkplatz mit diesem schönen Ausblick hier über das Moseltal immer noch wegen der Baustelle gesperrt. Darum filme ich das jetzt hier einfach mal auf der Autobahn so ein bisschen, diesen Blick ins Tal. Ist wirklich wunderschön. So, ihr Leute, ich bin jetzt so 50 Kilometer vor Koblenz und ich muss mal kurz eine Pipi-Pause machen. Ich bin ja jetzt schon 1,5 Stunden unterwegs und da sind natürlich gesetzlich Pinkelpausen vorgeschrieben alle 90 Minuten. Da hole ich euch aber nicht mit. Das ist ja geil, hier geht die Straße direkt durch die Burg. Habe ich schon gesagt, dass ich erst dreimal in Koblenz war. Zweimal, um ein Auto abzuholen für meine Frau. Und einmal für die Festung Ehrenbreitstein. Inklusive Deutsches Eck und so, aber da gab es die Seilbahn noch nicht. Das ist jetzt schon ja, über 10 Jahre her. Das da vorne, das ist heute unser Gastgeber, der Dirk, von der falschen Seite des Rheins, von der Nicht-Dom-Seite. Aber wir haben auch noch den richtigen Dirk dabei, von der richtigen Dom-Seite. Den seht ihr gerade dort. Ich habe dich gesehen. Aber den haben wir nicht dabei, der sagt nur kurz Hallo, weil der hat noch Verpflichtungen. Und natürlich der Markus Bersheim vom Kanal Markus Bersheim mit C, der Roman von Wild Soda und sein, wie hast du den genannt? Sein Sidekick Heiko. Super. Ja, und ich darf natürlich nicht fehlen, ist ja klar, ist ja dann mein Video. Ich wünsche euch allen viel Spaß auf der Tour und ich hoffe, man hört überhaupt was, weil wir sind hier nämlich genau unterhalb einer ganz tollen Brücke mit ein bisschen Verkehr, macht aber nichts, das kann man ja alles elektronisch rausregeln. Sonntag, 10:30, die Meute setzt sich in Bewegung. Es ist ganz schön schwer, da den ganzen Club hier in Gang zu bringen, ne? Man will ja dann direkt schon losquatschen. Bin ich mal gespannt, was das für eine coole Tour wird. Wie gesagt, ich war ja noch nie in Koblenz Fahrradfahren und ansonsten in Koblenz auch nur einmal wandern. Da bin ich echt mal gespannt, weil die Gegend, was ich hier in den Videos von den Dirks und von Markus sehe, die ist ja auch wirklich super geil. Ne? Immer eine Reise wert. Nachdem wir die ersten 20 Kilometer geradelt sind, kommen wir jetzt hier an den Trinkwasserbrunnen, wo die Flaschen nochmal ganz schnell aufgefüllt werden. Und der Sidekick Heiko, der macht das hier mal demonstrativ für die anderen. Schön und gut, tolle Gegend, aber hier am alten Vater Rhein entlang, das ist doch immer noch der größte Knaller, oder? Ja, das ist hier so herrlich, ne? Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich mit anderen YouTube-Radlern zu treffen. Und die Kulisse hier ist echt der Wahnsinn. Wir fahren also jetzt hier
den Rhein bergauf in Richtung Frankfurt am Rhein. Ne, das war glaube ich Frankfurt am Main. Und das ist so schön, ne? Weil wir haben ja sowas bei uns nicht. Wir haben ja nichts. Wir haben ja gar nichts. Wir haben zwar so ein bisschen einen Fluss, ne? Aber auch nicht so richtig. Wir haben also jetzt den Rhein verlassen. Ja, halt, halt, rechts, sorry. Und fahren hier durch irgendeine Ortschaft am Winzerhaus vorbei, um danach gleich ganz brutal auf den Berg zu fahren. Wo wir da oben dann lecker drei im Weckler essen werden wahrscheinlich. Ja, weil hier der Markt war ein Bild für die Zurückgebliebenen. Der Markt ist geeist und... Hier an der Kaiserlinde, die 100 Jahre alt ist, macht sich unser Tourguide, der Dirk, etwas leichter und verteilt an die doch arg gebeutelten Radfahrer leckeres Hopfen-Smoothies. Nein, so. Smoothie, ja. Ja. Hopfen weiß ja auch keiner genau, was das jetzt ist. Also ich habe das schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, Hopfen. Ich weiß also, wie man es ausspricht, aber selber so direkt die Ahnung von dem Zeug habe ich leider nicht. Ja, da gibt es doch so einen Mallorca-Hit, wo die singen und wir lallen. Und bei mir ist das jetzt, glaube ich, schon fast so weit, weil ich bin ja gar nicht der Alkoholtrinker. Aber der Dirk hat mich leider gezwungen, jetzt hier am frühen Morgen schon einen Radler zu trinken. Also wenn jetzt irgendwie das Video untertitelt nachher erscheint, dann tut es mir leid. Aber ich will ja, dass ihr alles mitbekommt. Da muss er durch. Da muss er einfach durch. Ich habe 10 Radler eingepackt und die schleppe ich nicht umsonst mit. Also... 10 Radler. Wir sind ja 4 Radler. Wie viel sind wir überhaupt? 5. Ja, und hier geht es jetzt wirklich schon mächtig bergan. Also, wenn ich jetzt einen Anhänger am Fahrrad dran hätte, würde ich natürlich merken, dass es berghoch geht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Angst gehabt bei Dirk seine Touren, aber es ist ja lächerlich hier. So, wir sind jetzt hier schon eine ganze Zeit lang bergauf geradelt. Und der Roman, der ist gerade in Versagistan angekommen. Dem tut der Arsch weh. Ja, mir nicht. Ich habe heute Morgen Magnesium genascht. Mir geht's richtig gut. Aber gemütlich kommt man ja jede Steigung hoch. Und ich lasse das jetzt mal sein mit dem Film bergauf. Ich brauche beide Hände am Lenker, sonst falle ich noch hin. Ja, ihr Leute, wir haben jetzt hier das Hauptfeld auch wieder an dieser tollen Hütte mit einem super Ausblick versammelt. Und dann mache ich doch mal einfach so einen kleinen Rundumblick, dass ihr mal seht, wo wir heute hinschauen können. Und hier wird es dann in der Kochstube vom Dirk leckere 3 im Weckler geben. Okay. GoPro Videoaufnahme starten. Ja, und die Videoaufnahme, die läuft natürlich schon. Hier ja, gerade. Es tut mir natürlich der Markus leid. Ich hab mit C beim Zwiebelschneiden. Und zwar ist das der Markus Geis. Der wollte eigentlich auch mitfahren, aber ihm ist auch was dazwischen gekommen und er ist leider nicht dabei. Das ist zum einen der Hubert Breschner, der wollte eigentlich in den hohen Norden fahren und einen Zwischenstopp hier einlegen und dabei sein, aber das hat leider nicht funktioniert. Zum anderen ist es der Dirk Kunze, der hat leider auch eine private Verpflichtung und ja, er kann nicht dabei sein. Unecht. Ich mach das für Fail Army. Jackass. Ja, der Heiko hat jetzt mal sich dazu erbarmt, Brötchen zu schneiden, genau. Aber das ist ja schließlich sein Job als Sklave vom Roman. Oder nee, wie hieß er nochmal? Er ist mein Sidekick. Sidekick. Ist ein Freund. Ein Also ihr kommt alle ins Heidel, wisst ihr schon, ne? Ja, hier vom Feinsten, ne? Der Dirk und seine Bratwürste. Das ist ein eingespieltes Team. Absolut.
Und jetzt versuchen wir mal direkt auf das Wichtigste zu schwenken. Das ist jetzt gerade gar nicht da. Doch, es ist da. Nämlich dieser schöne Löwensenf. Ja, Löwensenf, extra scharf. Das war cool. Das ist die mit der schärfsten Welt. Wir sind jetzt in Koblenz auf der Radtour. Hier an der Hütte geht es jetzt natürlich schon total lustig zu. Das werdet ihr natürlich auch alles im Dirk sein Video sehen, der hier auch ganz fleißig am Filmen ist. Wir haben eben gerade auch eine tolle Szene mit seiner DJI Spark gedreht. Also es ist wirklich geil, das Ding. Auch schön leise. Und es ist hier in der Nähe ein Traktortreffen. Man muss also nicht unbedingt immer nur mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, sondern kann auch mit dem Traktor hierher kommen. Jetzt hätte ich natürlich gedacht, die geben mal ein bisschen Gas, die Jungs da. Aber irgendwie, keine Ahnung, sind die ein bisschen langsam. Die nehmen wir aber mal ins Video. Hier in dieser Hütte haben wir jetzt richtig geil gegessen und getrunken und müssen uns jetzt noch weiter beschwerlich den Berg aufbegeben. Wir sind ganz entspannt und ja, laufen nicht. Ich schon. Der Lohn der Mühen, dass wir jetzt die ganze Zeit da berghoch gefahren sind, ist hier diese coole Abfahrt, wo wir die wahnsinnige Geschwindigkeit von sicherlich 35 km/h erreicht haben. Sehr schön. Bergabfahren ist immer noch das Geilste. Wie heißt das? Sauerbrunnen, ne? Da rechts neben mir ist jetzt für die durstigen Bergabradler ein Brunnen, der Sauerbrunnen oder Sauerborn. Ist, glaube ich, Dialekt verschieden. Und ihr seht, dass ich meine Mütze verkehrt rum aufhabe, weil die hat es mir gerade vom Kopf gewedelt. Wer gucken will, wie das passiert ist, der muss einfach mal beim Dirk on Tour in den Kanal schauen auf sein Video. Und zwar ist das Ganze da verlinkt. Koblenz hat uns jetzt wieder. Ich fahre jetzt hier schon eine Zeit lang an der Mosel entlang. Und also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Wasser, da fühle ich mich immer so richtig wohl. Jetzt kommt hier noch ein cooler Ausflugsdampfer. Den müsst ihr euch auch mal anschauen. Das macht ja richtig Spaß hier auf so einem Flussradweg. Koblenz, 16 Uhr, Rheinpromenade. Aber die Frisur sitzt.
Hier ist jetzt natürlich recht urban und die ganzen Leute rennen hier rum. Da kann man mal ein bisschen Slalom üben. Da unten, da ist er, der Rhein. Und wir sind jetzt hier gerade in einen Biergarten rein von der Koblenzer Brauerei. 7 Stunden, nachdem wir uns genau unter der Brücke der B9, glaube ich, getroffen haben, sind wir jetzt wieder hier auf dem Parkplatz von der, wie heißt das, Conlock Arena und haben 40 Kilometer mehr geradelt, viel Erfahrungen ausgetauscht und ich möchte noch mal daran erinnern, dass ihr den Kanal von dem Dirk abonniert, den Kanal Wild Soda vom Roman und vom Markus Bersheim. Ja, ich mache das Ganze als Infoboxen da oben rechts in die Ecke oder und als Link unten drin, damit ihr auch gucken könnt, was die heute so verzapft haben oder gedreht haben mit ihren Kameras. Also, wir sehen uns demnächst. Euer Radler Jörg. Tschüss. Dem Heimweg jetzt fahre ich ein letztes Mal über die Mosel, durch das schöne Moseltal entlang der A1.